brauchen ja nicht mit dem Auto fahren, ne? Können wir zu Fuß hinlaufen? Nö, gehen wir 338 Meter. Zum Fängwert nicht hier oben. Ach, eine Weste. Falls deine Weste kaputt ist. Okay, die habe ich gerade genommen. Hat mein LMG gar nicht eingepackt. So ein Kack. Na, ist egal. Ein Sturmgewehr kommt ja auch ganz gut zurecht. Hä? Warum hast du jetzt, hab ich jetzt ein falsches LMG aufgesammelt, aus Versehen? Ah, ja, toll. Ja, das eins bleibt hier drin. Ja, aber ich hab's nicht ausgerüstet, das ist ja das Problem. Ja, ausgerüstet hast du nicht, aber das kannst du ja. Ja, dann musst du aber erstmal wieder zum Waffentypen irgendwo hinspucken. Nee, kannst du ein Waffenrad auswählen. Ja, aber ich kann nicht meins, was ich drinne hab, nicht übers Waffenrad wieder holen, mein LMG oder... Doch, das, soweit ich weiß schon. Das kriegst du nur über... Über ein Dings? Nee. Über ein Händler? Das wär ja ein bisschen unlogisch. Ja, wie soll wenn ich das denn? Schon im Inventar haben. Ja, ich weiß, dass es unlogisch ist, aber das ist halt so. Ich kann es nicht übers Waffenrad mein anderes Dings ausrüsten. Brauche ich wieder... Naja, gut. Egal. Also, ich marschiere mal auf die 318 Meter zu. Jo. Achtung, hinter uns kommt einer. Ja, der fährt vorbei. Das höre ich immer schon am Klang, weißt du. Von hier oben ein bisschen aufspielen. Ist ja ein Vorposten, da gibt es dann auch wieder Alarme, ne? Ein Alarm sehe ich schon. Der ist da unten. Könnte man wieder kaputt schießen? Ist die Frage, ne? Ob das der einzige Alarm ist oder nicht. Tja, das wissen wir natürlich nicht. Aber der war zumindest aus. Also ich sehe keine grüne Weite. Ein Alarm übrig. Stand da gerade. Also ja, zweiter nur da. Okay, dann gehen wir ein bisschen. Gehen wir ein bisschen rum hier. Auf der anderen Seite gucken. Also rechts rum. Jo, ich sehe ihn. Von hier. Aber ob wir von hier ausgeschaltet kriegen. Nee. Ja. Ach. Ist jetzt schon wieder bescheuert hier. Auf die falsche Taste. Geh voll ab. Tanzen ist gleich entkommen. Irgendeiner ist ja schon wieder da unten. Den Scharfschützen habe ich erst mal weg. Ach, warte mal, bis der Alarm aus ist, oder? Ja. Ja. Der konnte ja gar nicht. Der war ja ganz alleine da oben. Der ist gerade raufgeklettert. Ja, hey, aber Junge. Wer hat nun gescheitert, denn wer, ne? So. Krieg von hier nicht kaputt, warte, ich muss weiter rum. Ich gehe von Punkt B zu Punkt A, aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Jetzt ist er aus. Jetzt kannst du ballern, aber muss auch nicht gerade unbedingt laut sein, ne? Nee, bin ich laut. Ja, das Scharfschützengewehr. Und Auskundschaften. Deine läuft hier gerade. Na, tummel dich mal, da kommen, glaube ich, auf dich zu. So, die Wölfe. Ah, die Wölfe haben sie dabei, gell? Aha. Alter, der ballert hier rum. Na, mal sehen, was er so anlegt. Was er so schafft. Der nimmt uns die Arbeit ab. Ja, ja. Da hinten ist ein Wolf. Ich zeige dir, was du weiter.
Die hat ja noch nicht mal Schalldämpfer. Das so, ist der Wolf ist im Arsch. Ich will meine Waffe wieder haben. Das haben sie auch irgendwie ein bisschen doof gelöst mit dem Plündern und mit der Waffe wechseln, weißt du? Ja, ja. Das ist ein bisschen doof, ja. Kein Alarmbogen ist auch nicht für die Hunde. Ja. Jetzt doch. Oh Mist! Der ist schon wieder hinter dir her! Sei lieber vorsichtig! Diese Jäger können überall sein! Du wirst gejagt! Ach du Kacke! Und ich hab keine Waffe, meine richtige! Hier, jetzt kann ich laut sein, ne? Ja. Geh erstmal schnell zum Waffentypen. Bevor sie uns hier einfangen. Mit den Waffen ist so ein Scheiß. Ja, das ist nicht gut gelöst. Das ist nicht schön gelöst. Nö. So. Gleich. Gut. Oh, da kommen sie schon. Siehst du? Na, wie gut, dass ich noch schnell meine Waffe wieder habe. Was ist denn jetzt? Na, wir wohnen ja gejagt. Ja und? Nein. Aber jetzt haben sie einen Fang gleich. Ohne dass ich was machen konnte. Jo, jo, jo. Ich glaube, ich bin. Einer von euch wird stark sein. Nicht nochmal. Dann sind natürlich auch unsere Waffen jetzt weg. Wir haben ja keine Waffen jetzt dabei. Also würge ich ihn mitnehmen. Jo, guck mal, ich hatte schon seine Würgeschnur am Handgelenk. Ja. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Hm? Aber du wirst nicht als einziger geprüft. Wusstest du, dass ich eine Frau hatte? Echt? Der hatte eine Frau? Ich dachte, er will auf Männer stehen. Nicht. Sie war schwanger mit unserem ersten Kind. Und wir waren eigentlich noch selbst Kinder. Ich hatte große Angst, Vater zu werden. Wegen des Geldes vor allem. Sie war unbesorgt. Sie war zuversichtlich, dass alles gut wird. Sie war immer zuversichtlich. Und dann eines Tages besuchte sie eine Freundin. Bin gespannt, was das gleich auf uns zukommt. Es gab einen Unfall. Und der Herr nahm. Und sie brachten mich ins Krankenhaus. In einen Raum mit diesem kleinen rosa Bündel, das an Schläuchen hing. Sie sagten, dass ich stark sein müsse, um ein kleines Mädchen überleben würde. Gott hatte unsere Tochter gerettet. Und sie ließen mich allein in dem Zimmer mit ihr. Und ich starrte meine Tochter an. So hilflos, so unschuldig. Und sie hatte niemanden außer mir. Einen niemand von nirgendwo. Mit gar nichts. Und in diesem Moment wusste ich, dass Gott mich prüfen wollte. Er bereitete einen Weg für mich und ich musste mich nur entscheiden. Also legte ich meine Hand auf ihren kleinen Kopf. Ich war ganz nah und konnte sie riechen. Und ich betete mit ihr. Ich bat um Weisheit. Ich bat um Stärke.
wusste ich es. Ich erkannte Gottes Plan für mich. Aber er hat ja beides nichts bekommen, ne? Und dann keine Weisheit. Der Finger auf den Atemschlauch, der geklebt war an ihr engelhaftes Gesicht und drückte zu. Und dann nach einer Weile begannen ihre Beine zu zucken. Und dann nichts mehr. Stille. Du Kindsmörder. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Schmerz. Entbehrung. Ich boxe sie gleich. Das ist alles Teil der Prüfung. Um zu zeigen, dass wir Gott dienen können. Was er auch verlangt. Gut gemacht. Das schon wieder? Dann hat er uns das doch schon mal gezeigt, ne? Das komische Kästchen. Ach Gott, jetzt müssen wir wieder durchlaufen. Oh, na toll. Kann halt werden. Geht die Stunde los. Jo. Großartig. Pro Tötung kriegen wir... Ja, pro Tötung kriegen wir Zeit dazu, ne? Ah, falsche Taste. Da steht uns einmal einer im Weg gerade, oder? Gut, bring die Herde aus. Weiter, Olaf, weiter, 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 weiter. Treppe hoch. Noch oder hier weiter, runter. Weiter. Hier durch, hier durch. Töten, töten, töten. Ja, ja. Machen wir. Oh, müssen wir die töten, sonst kriegen wir die Zeit nicht hin. Auf deine Zeit. Ja. Oh, jetzt falle ich wieder ins Feuer. Olaf, du musst rüberspringen. Ja. Ah, scheiße. Ich. Ah, gut. Nicht wo. Nee. Wir sind fertig hier. Ja. Bitte in das Feuer. Guck, guck. Ach, ja, wir dürfen uns auch nicht beim Laufen im Wege stehen, ne? Ja, ja. Okay, nochmal das Ganze. So. Gut. Die Herde keulen! Finde dein Opfer! Nicht übel. Hey. Trainieren, jagen, töten, Körper bringen. Genau so. Hinter uns noch einer, irgendwo. Ach, weiter. Aber jeder Tode bringt uns echt Zeit.
Ja, ja, gut, aber wenn wir uns da aufhalten, weil wir einen vergessen haben, dann haben wir auch verloren. Und runter. Yay. Geht sie weiter? Oh ja. Falsche Tasten. Großartig. Oh, 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 oh. Nimm die Herde aus. Jetzt geht das Ding irgendwie länger, ne? Der Weg. Ah ja, der ist länger jetzt. Letzten Mal sind wir da runter und dann war's zu Ende. Jo, doppelt war's. Jetzt. Ja, genau. Da stand gerade ein Gesichtsloser. Ja, manchmal, wenn ich ein bisschen falsch zum Laptop sitze, dann habe ich irgendwie Schwierigkeiten mit den Tasten zu treffen. Ja. Ja, dann will ich vorwärts, dann geht er zurück und dann wieder nach links, dann habe ich falsche Taste. Ja. Aber wir sind durch. Haben nur zwei Versuche gebraucht diesmal. Mhm. Beim anderen hatten wir, glaube ich, vier oder fünf, ne? Ja. Also vier bestimmt. So, jetzt sind wir hier. So, stimmen wir mal da rum, bitte. Du musst stark sein. Jo, jo, jo. Wo hat er uns denn hingesetzt? Karte kurz gucken. Oh, hier gibt es einen Base Jump Punkt. 2442 Meter. Da ist. Der. Das Fangzentrum, meinst du, ne? Also, da ja, hätten wir, der Sprungpunkt. Ja, da hätten wir aber einen Schnellreisepunkt hin. Ja. Wie gehen wir hier zu der anderen Nebenmission, zur Arcade? Nee, das hier, zu Ellie Palmer. Mhm. Da können wir auch eine Schnellreise machen. Habe ich gestern aufgedeckt. Bin ich ein bisschen durch die Gegend gefahren. Mhm. Oder warum ist das jetzt aufgedeckt? Keine Ahnung. Eigentlich bin ich die Region gar nicht abgefahren oder geflogen. Immer beim Fliegen deckst du nichts auf, ne? Habe ich festgestellt. Ach so, das ist schlecht. Ja. Wenn du mit einem Hubschrauber durch die Gegend fliegst, weil ich dachte, oh, Hubschrauber fliegen wir ein bisschen durch die Gegend. Dann deckst du keine Landschaft auf, du musst wirklich laufen. Aha. So, oder waren wir hier schon mal? Kann auch sein, ne? Ja. Ellie Palmer, so. Ellie. So, also den Hubschrauberplatz, ach, den haben wir schon mal gesehen. Ach, das sind die im Bunker, wo wir letztes Mal rausgekommen sind. Ja. Sieht so aus, da drin. Ja? Aua, ja, ja, der ist drinne hier. Genau, das sind die, die hier drinne sind. Im Bunker. Kannst du mal Waffen kaufen? Dann gehen wir mal zu Ellie Palmer hier. Das ist doch der. Ellie, wir können ja immer noch Waffen kaufen. Ja, ja. No, Munition. Bis da, gut. Ich rede mal mit Ihnen, ne? Die Whitehelm-Elite ist schon lange bereit für diesen Kampf. Eli hat dafür gesorgt, dass es überall Vorratsbunker gibt. Waffen, Munition, was du willst. Man muss auf alles vorbereitet sein, oder? Aber so wie es gerade läuft, brauchen wir das Zeug hier. Und nicht in irgendeinem Bunker. Und auf gar keinen Fall dürfen die Peggys über das Zeug stolpern. Also wenn du uns diese Vorräte bringst, wäre das wirklich hilfreich. Aber es gibt ein Problem. Wir haben hier keine Karte der Verstecke. Frag mich nicht warum. Sicherheitsmaßnahmen oder sowas. Der Kundschaft da oben auf dem Jefferson-Aussichtsturm sollte eine haben. Ist gleich westlich von hier. Viel Glück und sei vorsichtig da draußen. Jo, danke. Da hätten wir aber auch schon die Zeit wieder erreicht. Da brauchen wir mal ein kleines P hier. Ja.